So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Alice Madness Returns. Wir haben letztes Mal hier aufgehört und haben die Vorpal-Klinge gefunden. Und da hinten sehen wir noch eine Erinnerung, die wir jetzt gleich zu Beginn uns mal angucken werden. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Kommen nämlich auch noch Zähnchen raus. Und jetzt, wo wir natürlich die Vorpal-Klinge haben, was war das? Jetzt sehen wir oben links auch eine Lebensanzeige von Alice, diese roten Rosen. Das ist unser Leben. Und ich denke mal, wir werden auch gleich auf unseren ersten Kampf treffen. Jetzt, wo wir kämpfen können. Übrigens, danke nochmal an den Kommentar im letzten Video, dass das Spiel ein bisschen zu laut eingestellt war. Ich habe es jetzt leiser gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Das sieht nach Cutscene aus. Ah, Hilfe! Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie. Sie sind so eklig. Dankeschön. Nein, nicht nochmal einer. Hässlich, eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Das sehe ich genauso alles. Haben wir es? Ja. Was war das da hinten denn? Was war das? Ich dachte mir, vielleicht sehen wir was, wenn wir klein sind. Die Kampfszenen waren jetzt doch ein bisschen laut. Also zumindest bei mir auf den Kopfhörern. Ich muss das nachher in der Aufnahme da mal gucken. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Ja, genau. Unproduktive Erinnerungen. Ich weiß ja nicht, wie unproduktiv das Wunderland eigentlich ist, weil ich zweifle immer noch daran, dass das Alice wirklich hilft. Drücke und halte Leertaste, während du springst, um Alice schweben zu lassen. Okay. Um das Schweben zu verlängern, drückst und hältst du Leertaste erneut während dem Sprung. Ja, das sollten wir hinkriegen. Schweben kann im Sprung mehrfach eingesetzt werden. Ja, ich weiß, das hast du uns gerade schon gesagt. So. Und dann hier hoch. Das könnte knapp werden. Wurde es aber nicht. Da oben sehen wir einen goldenen Zahn. Oh, was ist denn das? Eine Flasche? Okay. Und da so Sammelgegenstände. Ich habe das Spiel tatsächlich schon echt lange nicht mehr gespielt. Bestimmt 1, 2 Jahre. Warum sollte ich denn jetzt ausweichen wollen? Da war doch nichts, oder? Noch eine Flasche. Was machen die? Wird uns das noch gesagt? Ich bin verwirrt. Dann gehen wir mal runter. So. Ach. Ja, daran erinnere Ach, ich mich. Du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise, diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Ja, natürlich. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen.
Soll nicht zu deinem Nachteil sein. Zu meinem sowieso nicht. Ah, na gut. Pfeffermühle. Soeben erhalten. Ihre Herzogin. Ferkel Edition Pfeffermühle. Verleiht Feinden Würze. Rüsselpikant im Nu. Ja. Kommen wir durch diese kleine Tür da? Nein. Vielleicht später. Jetzt geht's auf Schweinchenjagd. Oh, eine Schraube. Ah, oh, die sind so nervig. Die sind... Wie kann ich denn die Pfeffermühle benutzen? Hä? Hä? Wie benutze ich die? Haben die mir gesagt, wie ich die benutzen kann? Nicht, ne? Hä? Ich bin gerade komplett verwirrt. Oder soll ich da überhaupt? Ich bin so verwirrt gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott. Erstmal hier die Nester. Genau, weg da. So, dann kommen schon mal keine neuen raus. So, ich hasse sie. Ich hasse diese Schraubnellen. Sind wir fertig? Haben wir es? Nee, da muss irgendwo noch ein Nest sein, ne? Oh, die Musik! Da. Oh, warum, warum, warum? Würdest du bitte anvisieren, Alice? Hallo? Dankeschön. Das nächste Nest. Das habe ich gar nicht gesehen. Haben wir es? Nee. Haben wir es jetzt? Nein. Jetzt aber, ne? Na, natürlich kommt da noch schleichender Verfall. Ja. Haben wir es jetzt? Dankeschön. Dankeschön. Spitze überall die Ohren, um Schnauzen zu orten. Wechsel in den Zielmodus oder schieß mit der Pfeffermühle auf die Schnauze. Ist die Schnauze voll gepfeffert, wird sie Pfade und Sammelstücke offenbaren. Na gut. T zum Wechseln in den Zielmodus. Und jetzt? Ja, hab ich ja. Und jetzt? Wie kann ich da drauf schießen? Ach, mit Rechtsklick. Ja, warum auch immer sie jetzt in die Küche fliegt. Nun gut. Aber offenbart hat sie uns nichts, ne? Nee. Na gut. Aber diese Schnauzen, die findet man immer mal wieder, wenn man ein bisschen guckt und ein bisschen die Ohrchen spitzt. Gucken wir mal. Das da unten sieht doch auch wieder nach Schraubnellen aus. Ich habe keine Lust auf Schraubnellen. Ich spüre das doch schon. So, komm, fallt runter. Versaut meinen Tag. Kommt man hier hin? Einfach wieder hoch. Na gut. Ach. Ich weiß nicht, ich habe so meine Probleme mit so fliegenden Gegnern, kann ich einfach ganz schlecht umgehen. Ja, jetzt sind wir ja wieder zurück. Ja, sind wir im Kreis gelaufen? Bin ich dumm? Ja, offensichtlich. Hä? Ich verstehe dich nicht, Alice. Wo müssen wir denn lang? Hier hoch kommen wir nicht, ne? Nee. Sieht Klein Alice irgendwas? Die Schnauze haben wir ja abgepfeffert. Müssen wir jetzt zurück? Ich bin stark verwirrt gerade. Ach Gottchen. Hallo? Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh.
Ein Körbchen. Machen wir natürlich kaputt. Zähnchen! Ach so, jetzt kommen wir da links. Ja, jetzt macht alles Sinn, ne? So. Dann gehen wir da mal links. Ist manchmal ein bisschen anstrengend mit den ganzen Tastaturbelegungen. Weil man ja zum Beispiel, Control muss man gedrückt halten, um klein zu bleiben. Und T für den Zielmodus muss man auch gedrückt halten. Und ich habe nicht ganz so viele Finger, wie man bräuchte. Zack. Und wieder kaputt, die Schneckenhäuser. Ich höre doch was. Ich höre doch eine Schnauze. Da! Haha, gefunden. Ja, super. Ja, ganz genial. Toll, super. Dankeschön, Schnauze. Mehr Schraubnellen. Genau, was ich brauche. Oh. Was ist das denn für ein... Nein, ich möchte nicht. Top. Bitte nicht runterfallen, Alice. Nicht runterfallen. Oh mein Gott, was sind hier? Okay, ich bin restlos überfordert. Oh mein Gott, stopp. Okay, wir fallen doch runter. So, erwischen wir dich dann auch noch. Aber unsere Mühle läuft heiß, ne? Ja. Ah, ich habe gar nicht gesehen, dass einer an uns dranhängt. Hilfe, Hilfe. Hör mal auf. Jetzt, warum sind die denn so anhänglich? Kannst du bitte? Dankeschön. Du auch. Ihr auch. Bitte, danke. Nee, lass das. Lass das. So. Hey. Ich komme nicht klar. Ich muss dieses Nest da oben kaputt machen. Sonst kriege ich hier noch Schübe. Das ist ja nicht auszuhalten. Keine Zustände hier. Bitte kaputt gehen, dankeschön. Dann gehen wir darüber und machen das Nest hier kaputt. Erinnerung? Die holen wir nachher. Würdest du bitte kaputt gehen, ne? Danke. Da unten ist noch ein Nest, habe ich gesehen. Warum? 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 Weil die Musik nicht dafür spricht. Nee, da müssen noch mehr sein irgendwo. Ja, ich hab, glaube ich, hier. Hab dich gesehen. Jetzt. Ach so, da ist noch ein Nest. So, jetzt aber. Ja, jetzt haben wir's. Gut. Oh, dieser Stress mit diesen doofen Schraubenhellen. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Oh, die armen Regenbogenschneckenhäuser. So, dann gehen wir nachher mal weiter. Weil wir alle Zähnchen aufgehoben haben, natürlich. Gehen wir unten längs oder hoch? Ich glaube, wir müssen nachher sowieso wieder hoch. Also gehen wir oben links. Und hoffen, dass nicht noch mehr Schraubnellen kommen. Nee, aber eine Schnauze höre ich. Huch, was war das denn für ein Frameeinbruch? Hilfe. Okay, wir gehen doch unten links. Aber wo ist die neue Schnauze? Ich höre sie nur. Na gucken. Die finden wir bestimmt noch. Wie soll ich denn da hochkommen? Zähnchen.
nichts mehr im Ernst. Wo ist diese Schnauze? Ich bin mal wieder verwirrt. Jetzt müssen wir wieder da alles links. Da drauf, Alice. Wo gehst du denn wieder lang? Ach da, ich sehe sie. Hä, die war doch vorher nicht da. Hä, bin ich doof? Darf ich? Hey, wenn jetzt noch mehr Schrapnellennester kommen, ne? Ich krieg die Krise. Nee, danke schön. Wenigstens das. Oh, nicht runterfallen. Okay. Gerade noch geschafft. Holen wir uns das goldene Zähnchen und gehen wieder zurück. Und auch, habt ihr die Haare gesehen? Alice, Alice. Oh, oh, ich habe mich verklickt. Hilfe. Ach du Scheiße. Nein, ich seh's doch. Nein, schleichender Verfall. Ach, gleitender Verfall. Okay. Ach, da ist noch einer. Ups. Die sehen so ein bisschen aus wie Blutegel, ne? Richtig hässlich. Und hopp. Nein, nein. Geh hoch, Alice. Ja, gut. Dann nicht, ne? Hören aber sowieso bald auf. Darf ich jetzt bitte? Dankeschön. So. Tod dem Verfall. Ah, noch mehr. Hier geht, hier geht. Was ist da drüben? Sollen wir darüber? Da ist irgendwas, ne? Da oben ist irgendwas. Wir gehen mal rüber. Juhu! Ein Secret gefunden? Nee, nur eine Flasche. So. Wie gesagt, ganz oft so, ne? Das fällt mir gerade auf. Und goldene Zähnchen. Komm. Na, gucken wir mal. Gehen wir wieder zurück auf die andere Seite. Können wir jetzt nicht einfach darüber? Doch, ich glaube schon. Ich hoffe. Doch, doch, das sollte gehen. Ja, perfekt. Nice. Ganz toll. Aber dann würde ich sagen, das machen wir nächstes Mal. Das sieht ein bisschen sehr gruselig aus. Ich gehe mal ein bisschen hier nach hinten. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu laut. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute, für diesen Part. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es macht mir echt Spaß. Ich mag Alice. Es ist manchmal ein bisschen sehr viel auf einmal, aber das schaffen wir, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns Donnerstag hoffentlich wieder. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Liked das Video, wenn es euch gefällt. Bla bla bla, ihr wisst alles, ne? Ja, dann wie immer, bleibt cool, passt auf euch auf und ciao zusammen.